Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video mit Operatorenüberladung in C++ beschäftigen. Und auch hier haben wir in C++ wieder viel mehr Freiheiten als in C#. Wir können so ziemlich alle Operatoren überladen, bis auf folgende. Das ist der Scope Resolution Operator. Dann haben wir den Conditional Operator. Dann haben wir den Punkt-Operator für den Direct Member Access. Wir haben den Size-of-Operator, den wir nicht überladen können, und eben den sogenannten Punkt-Stern. Das ist der Dereference Pointer to Class Member Operator. Braucht man auch sehr, sehr selten den untersten. Und ich werde auch nicht genauer auf ihn eingehen. Das sind aber auf jeden Fall die einzigen Operatoren, die Sie in C++ nicht überschreiben können. Ansonsten können Sie alles überschreiben. Wie zum Beispiel ist gleich. Oder Klammer auf. Oder, also die Klammer auf, Klammer zu, den Aufrufoperator sozusagen. Also wirklich die wirrsten Kombinationen, die man sich vorstellen kann, den Und-Operator, den Oder-Operator und so weiter. All das ist Ihnen frei, wenn Sie möchten, das zu überschreiben. Wirklich sinnvoll ist es nicht unbedingt. Nichtsdestotrotz, wir werden uns jetzt eben mal anschauen, wie wir für die Klasse Rechteck den kleiner Operator überschreiben können, damit eben unsere Rechteckklasse auch mit dieser Max-Funktion im Template funktioniert. Und dazu gehen wir eben erstmal in die Header-Datei für dieses Rechteck. Ich glaube, ich habe gar keine Source-Datei, aber das lässt sich ja später noch ändern. Wir haben jetzt hier eben die Möglichkeit, dass wir den Operator kleiner hier überschreiben, und die Syntax ist dazu einfach genauso wie in C++, in C#, Entschuldigung. Und ich lasse mir hier jetzt eben eine Referenz auf ein Rechteck geben, und natürlich verändere ich auch keine Felder in dieser Funktion, weswegen ich hier ganz einfach das so schreiben kann. Und ich zeige einfach nochmal kurz die Aufteilung in Header und Source-Datei. Das heißt, ich erstelle mir hier tatsächlich mal jetzt ein Rechteck.cpp. Das soll natürlich eine Header-Datei sein. Das wäre sonst Blödsinn. So. Und hier werden wir eben jetzt mal Rechteck.h holen und dann eben in dieser Source-Datei diesen Operator kleiner überschreiben. Natürlich machen wir das wie gewohnt. Wir geben hier den Namen der Klasse an und dann eben Operator kleiner. Hier machen wir eben dann ein Constant Rechteck Referenz Constant. Ja, und was müssen wir hier machen? Wir haben ja bereits die berechnete Fläche Methode. Das heißt, wir können hier tatsächlich sagen, return berechnete Fläche, wenn das kleiner ist als Rechteck.berechnete Fläche, dann können wir eben hier tatsächlich feststellen, ob das Ganze funktioniert oder nicht. So, jetzt habe ich hier noch ein Problem. Moment, ich muss mal kurz gucken, wo hier das Problem liegt. Ach, ja, const correctness, ist ja klar. Das sollte jetzt hier normalerweise das Problem lösen. Ja. Ja, was war hier gerade der Fehler? Ich habe beim Aufbau des Rechtecks
als wir diese Klasse gebaut haben, noch nicht auf Const Correctness geachtet. Ich erwarte hier aber natürlich eine konstante Referenz auf ein Rechteck. Das heißt, ich darf, wenn ich hier Methoden auf dieser Referenz eben aufrufe, nicht einfach Methoden aufrufen, die eventuell den internen Zustand des dahinterliegenden Objekts ändern könnten. Und das kann ich einfach bloß sicherstellen, indem ich hier bei Berechnefläche ein Constant dahinter schreibe. Also hier sehen wir nochmal, was passiert, wenn man sich nicht an die Const Correctness hält. Okay. Gut, und nachdem wir jetzt diesen Operator hier überschrieben haben, wir sehen hier nochmal, wie es in der Source-Datei aussieht, wir sehen hier nochmal, wie es in der Header-Datei aussieht, also nichts Besonderes, auf das wir jetzt hier tatsächlich achten müssten. Dann können wir natürlich jetzt zurück in unsere Programmdatei gehen und sehen, dass wir jetzt hier, wenn wir das Ganze erstellen, keinen Compiler-Fehler mehr bekommen, wenn wir diese Max-Funktion, die wir im vorletzten Video geschrieben haben, eben mit unseren Rechteckklassen einsetzen. Was ich im vorherigen Video noch nicht gezeigt habe, ist, dass man natürlich wie in C# dieses Template auch über die spitzen Klammern hier auflösen kann. Da wir hier aber als Parameter natürlich auch Objekte vom Typ Rechteck übergeben, muss ich das letztendlich eigentlich nicht machen. Das macht der Compiler automatisch für mich. Das ist aber genauso wie in C# auch. Also da besteht kein Unterschied. Aber wir können jetzt eben tatsächlich hier mal durchgehen. Und wir bekommen jetzt eben hier, wenn wir in diese Funktion reingehen, landen wir letztendlich hier in unserer Überladung. Und wir berechnen jetzt eben die Fläche von dem aktuellen Objekt und dem, was wir hier eben auf der anderen Seite bekommen. Und wir sehen hier auch, dass es eben das Rechteck mit Breite 3 und Höhe 2, und dadurch können wir eben jetzt hier das größere Rechteck zurückgeben, und das ist eben das hier mit Breite 4 und Höhe 6. Und damit bin ich am Ende für dieses Video. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald!